Ob es Unterschiede zum Beruf des Kabarettisten und des Schauspielers gibt, ja, eklatante. Als Kabarettist ist man allein auf sich gestellt, man ist autark, man kann im Prinzip machen, was man will. Also man ist völlig frei, was man natürlich als Schauspieler nicht ist, da ist man Teil von einem großen Team, ein kleines Rädchen im Uhrwerk und man muss sich halt anpassen und muss schauen, was auch toll ist, wenn man natürlich lernt von Kollegen, von Regisseuren. Man profitiert eigentlich immer, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und wenn man allein ist als Kabarettist, ist es teilweise schon ein sehr autistischer Beruf, weil man eben nur auf sich fokussiert ist. Und deshalb mag ich den Wechsel gern zwischen beidem. Und am Set, ja klar, gibt es immer Gaudi. Und wenn man allein auf Tour ist, das kann schon oft sehr fad sein. Insofern schätze ich den Wechsel eben sehr, dass ich ab und zu mit Kollegen was machen darf, weil es einfach sozial verträglicher ist für mich und für die geistige Gesundheit auch gut ist, wenn man unter anderen Menschen ist. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch nie als Besucherin der Bavaria Filmstadt. Aber das hole ich nach, versprochen. Also jetzt habe ich schon einen Teil gesehen, eben das Boot. Und es ist einfach, man glaubt, man braucht einfach einen Tag, aber dann werde ich mit meinen kleinen Neffen und Nichten kommen, weil die interessiert es dann auch. Und dann machen wir einen gescheiten Ausflug.